Regen, Sonne, Regen, das hielt die Besucher aber nicht zurück, aktiv an den verschiedenen Sportdisziplinen teilzunehmen. Ein Sportfest für die ganze Familie zum Mitmachen und Mitfiebern. Die Besucher konnten Bogenschießen, Volleyball, Fußball, Schach, Kampfsport und vieles anderes, ja sogar Rudern ausprobieren. Rund um den Weiher in Kockelscheuer waren mehr als 30 verschiedene Stationen aufgebaut. Jeder Teilnehmer hatte die freie Wahl, an welcher Station er sein Glück versuchen wollte. Urkunden wie bei normalen Wettbewerben gab es keine. Aber wenn man alle Sportateliers tapfer schaffte, wartete ein T-Shirt auf den Gewinner. Die Kinder nutzten die Möglichkeit, ihre Schnelligkeit, Ausdauer, Sprungkraft, Geschicklichkeit und Treffsicherheit unter Anleitung der Profis zu beweisen. Auch manche Eltern versuchten so, ihre Fitness zu überprüfen. Besonders Spaß an der Bewegung hatten die kleinsten Besucher. Sie konnten verschiedene Disziplinen wie zum Beispiel Balancieren ausprobieren. Es war ein Fest voller interessanter Begegnungen mit Sportprofis, die alle frei nach dem Motto Fair Play spielten. Dem Veranstalter ging es vor allem darum, Kinder und Jugendliche für das breit gefächerte Sportangebot zu begeistern. Sie sollen so einen leichteren Zugang zu attraktiven Freizeitgestaltungen erlangen. Gerade Kinder im Vorschulalter haben immer weniger Möglichkeit und Räume, sich angemessen und ausreichend zu bewegen. Die frühzeitige Bewegung fördert die motorische, seelische und geistige Entwicklung. Alle hatten ihren Spaß und erlebten teilweise einmalige Erfahrungen.